So, es ist 40 Grad heute und ich bin der allergeilste Fuchs. Das Gegenteil davon. ich wollte mir was Geiles bauen. Und manchmal hilft nachdenken oder mal ein bisschen aufpassen. Spart man sich eine Menge Arbeit. Das hier ist mein Schreibtisch. Da möchte ich, dass jetzt in Zukunft ganz viele tolle Dinge passieren. Und dann muss man ja, wie man es ist, ne, YouTube, bloggen, irgendwie so. Ne? Und dann macht man hier so wichtige Dinge und so und alle gucken zu. Super cool. So, habe ich mir diesen Ständer gekauft. So, seht ihr hier, ne? Lustiges Teil. So. An diesem Ständer kann man die Kamera dran machen. Die kommt dann so rein. Kann man noch irgendwie drehen. So. Aber, wie ihr seht, kann man den nur so nach hier klappen. So. Ich muss aber das hinkriegen, dass das ganze Ding so zeigt. Ne? Die Kamera ja auch nur nach oben gucken soll. So, ging also nicht. Also habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch hier einen coolen 3D-Drucker. Hm? Der druckt Dinge. Also schlau sein und hier Kamerahaltung bauen. Habe ich mir überlegt, so. Hier wird es eingeklemmt, hier wird das Telefon reingelegt und so. Ne? Also mein Telefon ausgemessen und so weiter. Ne? Also einen Halter zu bauen. Weil wir sind ja super geile Do-it-yourself-Füchse. So. Jetzt müssen wir kurz weggucken. So. So. Habe ich Blender benutzt. So. Ich bin der absolute 3D-Noob, ich kann sowas nicht. Ich habe ewig lang dran gesessen. So, jetzt habe ich aber hier das hingekriegt und richtig schön im Maßstab alles gebaut und so weiter. Ne? Also auch cool. Hier, Telefon rein. Ne? Kann ich ja gar nicht zeigen, habe ich in der Hand. Mann. 3D-Druck und jetzt hier, zack, schön am Ausdrucken. Ne? Ihr seht ja so, das ist jetzt die Platte. Ich also mega stolz, ne? Mega stolz. Guck mir so ein bisschen dieses Ding nochmal an und sehe. Was ist denn das Ding? Na ja, ahnt's schon, ne? Also, aufgedreht. Ah, falsche Seite. Ey Mann, lange Story kurz. Kann man natürlich ummontieren und alles ist geil. Also, siehst du, könnt ihr so machen. Und passt alles blendend. Also. Gut, ich will sagen, dann kann ich das hier nämlich abbrechen, weil braucht man dann nicht mehr. Also, ja. Bam, stopp. Fail. Naja. Das war alles total scheiße. Das in dem Stativ hat auch alles nicht geklappt, weil das Stativ viel zu viel Platz braucht auf diesem ganzen Schreibtisch oder daneben. Und mich die ganze Zeit gestört hat und total fummelig ist. Und ich habe jetzt eine Lösung gefunden und die Lösung ist super. So, und jetzt zeige ich euch das geile super Setup, womit man diesen Tisch filmen kann, ohne dass ich stehen muss und die Kamera die ganze Zeit halten. Also. Tja, Hammer, oder? Es ist ein Lineal. Und das Handy, was ich hier habe, ist nicht das echte Handy, aber ich hatte eins rumliegen, damit ihr seht, wie es aussieht, weil dieses Handy hier ist ja das, womit ich das nachher filme. Also ihr seht, so ist das Setup. Da guckt man drauf, da hier, Lineal, das war's.